In diesem Video geht es um ein Update meines ersten Impfvideos vom vergangenen Jahr, das fast genau ein Jahr her ist. Es ist das letzte Video in meiner alten Wohnung. Es hallt ganz fürchterlich. Aber dieses Video muss jetzt auch mitten im Umzug einfach gemacht werden, denn es brennt mir auf der Seele. Ich habe heute Morgen in meiner Meditation ganz viel mit mir selbst gerungen, ob ich das mache. Doch es ist wie im vergangenen Jahr. Ich werde täglich mehrfach über alle Kanäle, in denen ich präsent bin, zu diesem Thema gefragt. Und es hat sich ja seitdem auch einiges getan. Und ich möchte gerne so einerseits frei von der Leber wegsprechen, im wahrsten Sinne. Denn es regt mich auf, dieses Thema. Und es belastet dann auch den Körper. Das ist ja als hochsensible für mich immer super wichtig, dass alles, was mich belastet, raus darf. Und diese Klartextvideos sind mein Sprachrohr, denn sie bündeln immer das, was in der Luft liegt. Und ich bringe das dann mit einer etwas stärkeren Kraft als sonst meine Engelbotschaften, Channelings und all das in die Welt und teile es mit euch. Und dies ist ein persönliches Statement, das mal direkt vorweg. Es geht um meine Wahrnehmung, meine Einstellung zu dem Thema und ich hoffe, dass ich den oder die ein oder andere ein bisschen inspirieren kann, mal wieder einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ich habe heute Morgen direkt nach der Midi einen 3 Seiten langen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das, was ich jetzt erzähle, was ich auch ein kleines bisschen quasi dann so mitlese, damit ich auch nichts vergesse. Es ist einfach so aus dem Herzen geflossen und hat alles gebündelt, was eben an Fragen kam in den letzten Wochen, was an Gesprächen da war in meinem Umfeld. Und im Endeffekt geht es darum, dass wenn ich wieder Fragen bekomme, ich ein Video machen kann und sage, hey, guck dir das Video an, da findest du meine Antworten. So, also im Grunde bin ich immer noch der gleichen Meinung wie im vergangenen Jahr. Für mich ist das Ganze immer noch eine riesige Gerüchteküche. Darüber habe ich ja auch schon viele Videos gemacht, dass ich mich nicht einmische in diese ganzen Gerüchte. Es sei denn, ich werde wie jetzt eben dauernd gefragt. Und auch das erste Video zum Thema Impfen, das ich gemacht habe, wird jetzt gerade wieder unendlich kommentiert und offensichtlich auch geteilt. Ich freue mich ja sehr, wenn ich inspirieren kann und eben andere Blickwinkel öffnen kann. Also ich mische mich nicht gerne in Gerüchte ein. Früher habe ich mich da so mitreißen lassen, wenn getratscht wurde in meiner Clique und meine Familie, wenn die dann irgendwas an Themen hatten. Ich habe mich dann mit aufgeregt. Meine Familie ist eine Familie der Aufreger. Aber ich habe gemerkt, das macht nichts besser, wenn man sich aufregt. Denn Aufregen ist zwar einerseits ganz gut, es ist wie ein Ventil, ja, wenn man mal so richtig schimpft oder so die eigene Meinung rausposaunt, aber verändert das irgendwas? Nö, also ich habe es noch nicht festgestellt. Und es ist auch einfach zu viel Meinung unterwegs. Auch das habe ich schon oft gesagt. Es ist ja in Ordnung, jeder Mensch darf und sollte auch eine Meinung haben, doch ich habe das gerade Ende letzten Jahres, habe ich 2, 3 Videos gemacht zum Thema, dass sich die Menschheit nicht nur spaltet, jetzt im Moment, sondern sie zersplittert. Im vergangenen Jahr, schon im Mai, gab es das Thema, gibt es eine Zwangsimpfung. Deshalb habe ich das erste Video gemacht. Und jetzt freuen sich die Menschen, dass sie geimpft sind und freuen sich auf die nächste Impfung. Ich weiß nicht, wie oft man sich impfen lassen muss, denn ehrlich, ich habe im Mai vergangenen Jahres aufgehört, mir diesen Eintopf aus Meinungen, Spekulationen, Vermutungen, Gerüchten, die jeder natürlich auch wieder für wahr hält, anzuhören, anzuschauen. Ich gucke keine Videos zum Thema Impfung, das vorweg. Also wenn ihr von mir jetzt hier Statements zu anderen Videos oder Meinungen erwartet, ich informiere mich nicht. Und letztlich geht im Endeffekt einfach nur das Kasperletheater weiter. Ich habe das, dieses Wort tauchte Anfang letztes Jahr auf, dass für mich dieser Aufruhr rund um ein Virus nichts mit einem Virus zu tun hat. Es ist da und ich leugne überhaupt nicht, weil ich es aus verlässlichen Quellen von Freunden weiß, dass Menschen daran sterben.
Aber das tun sie auch an Diabetes, an Übergewicht, an Herzerkrankungen aufgrund von schlechter Ernährung. Auch das hatte ich im letzten Video dazu gesagt. All das fällt jetzt gerade unter den Teppich und Menschen, die Vorerkrankungen haben, werden dadurch natürlich noch kranker und können daran sterben. Und auch, wie ich gehört habe, Menschen, die gesund sind, können daran sterben. Aber das gilt im Grunde für alle Krankheiten. Und der Tod ist immer da, permanent. Jetzt in diesem Moment steht mein Tod neben mir. Darüber habe ich auch viele Videos gemacht im vergangenen Jahr, weil ich diesen Mythos Tod einfach mal etwas entschärfen wollte. Die meisten Menschen im Moment erleben diese Riesenangst vor dem Tod. Oder wir brauchen mir keine Angst davor zu haben. Wenn mir Videos dazu einfallen, verlinke ich die unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch zu den Themen nochmal andere Videos von mir anschauen wollt. Aber letztlich geht es darum, wieder eine neue Balance zu finden. Und Impfung ist gerade das, was am meisten spaltet. Aber letztlich, wann haben bestimmte Themen die Menschen nicht gespalten? Ja, also man kann sich ja schon quasi die Köpfe einhauen, wenn es um Fußball geht. Und ganz ehrlich, im Moment fühle ich mich wirklich, als würde jeder Mensch, mit dem ich spreche oder der mit mir über die sozialen Netze kommuniziert, über Fußball mit mir reden wollen. Da ist es das Gleiche wie mit diesem ganzen Virus-Ding. Ich mag keinen Fußball, ich gucke keinen Fußball, ich kenne mich nicht mit Fußball aus. Und das Gleiche lässt sich eins und eins auf dieses Kasperletheater übertragen. Dadurch, dass ich mir nichts anhöre, nichts lese darüber, dass ich schon seit 2005 keine TV-Shows mehr schaue, Fernsehen ist für mich seit 2005 Geschichte. Ich lese keine Zeitungen, ich höre kein Radio. Ich bin mit mir sehr glücklich und was wichtig für mich ist, findet den Weg zu mir. Also mit mir über diese Dinge zu diskutieren, ist langweilig, weil es mich langweilt. Wenn ich aktiv etwas tun kann, und das tue ich, indem ich Menschen stark mache, sie motiviere, sie immer wieder in der Energie anhebe mit meinen Meditationen, meinen Botschaften, die ich channel, dann mache ich das. Das ist mein Job. Und ich mag einfach überhaupt keine Spekulationen zu keinem Thema. Entweder recherchiere ich intensiv und wenn ich dann das Gefühl habe, ich möchte das gerne teilen, mein Wissen mit euch, dann mache ich dazu zum Beispiel ein Video oder einen Blogbeitrag oder schreibe auch ein Buch darüber. Aber das, was hier passiert, ist so eine Augenwischerei. Es ist so ein Riesenablenkungsmanöver. Wie gesagt, meine Meinung, das uns von uns selber ablenken soll, das ablenken soll von dieser Sackgasse, in die die Menschheit reingeraten ist, eine Sackgasse, deren Ende wir versuchen mit Gewalt niederzureißen, um diesen Weg der Verderbnis weiterzugehen. Und da mache ich einfach nicht mit. Das habe ich für mich spätestens, nachdem wir hier auf Mallorca zwischen März und Mai 7 Wochen eingesperrt waren, das Haus nicht verlassen durften. 7 Wochen. Könnt ihr euch gerne mal letztes Jahr die Videos dazu angucken. Spätestens seitdem weiß ich, dass das, was hier passiert, mit dem, was darüber gesagt wird, nichts zu tun hat. Aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Und wie gesagt, ich spekuliere nicht. Es gibt unendlich viele unendlich wichtige Themen, zu denen ich eben auch meine Videos mache. Und wenn ich in Gespräche verwickelt werde, dann kann mir der Mensch, mit dem ich dann spreche und der sein Herz ausschütten will, das gerne mal kurz tun. Und dann sage ich, weißt du, ich rede nicht gern übers Wetter, aber es ist mir tausendmal lieber, als jetzt darüber zu sprechen, ob das Impfung, Maske, Test, was auch immer ist. Ich kann auch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wie die Impfungen heißen, wie die Tests heißen. Ich habe irgendwann den Faden verloren und ich will ihn auch verlieren, denn ich weiß, ich bin pupergesund. Ich habe wahrscheinlich im März vor unserer Ausgangssperre oder am Start unserer Ausgangssperre diesen Virus gehabt. Und es waren 5 Tage, die waren anstrengend, wie auch eine Grippe super anstrengend ist. Danach habe ich, das hört man in meinen Videos, noch lange gehustet und mich geräuspert, bis ich endlich mit Gesangsunterricht meine Bronchien frei bekommen habe
Und weil eine Freundin, die das zeitgleich mit mir bekam und hatte, sich hat testen lassen und das festgestellt wurde, denke ich, ich hatte es auch. Also ich bin immun und ich stecke niemanden an. Es ist jedenfalls, glaube ich, das. Und ich bin auch selten irgendwie draußen unterwegs. Ich bin sehr viel und sehr glücklich mit mir alleine. Also das ist jetzt mal so mein Ding darüber. Und dann kam mir noch ein schöner Vergleich heute, als ich diesen Blogbeitrag geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die meisten sind ja so in meinem Alter, die in meiner Community sind. Es gab so in den, ich glaube, das waren die 80er Jahre, war ich gerade Teenager, jung erwachsen, gab es diesen Trend mit Bungee-Jumping. Ich habe ihn nicht mitgemacht. Ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Und ja, ich galt als Feigling. Aber ganz ehrlich, die anderen in meinem Umfeld haben es auch nicht gemacht. Die haben sich dann gerühmt, ja klar würde ich das machen, gemacht haben sie es aber nicht. Denn, hallo? Also, was Bekloppteres, Entschuldigung, ist ja ein Klartextvideo. Was Bekloppteres kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Seil an die Füße binden und dann eine Brücke runterspringen? Wer selbstmordgefährdet ist, der kann das natürlich gerne machen. Ich war früher auch selbstmordgefährdet, aber ich wäre niemals im Leben auf den Gedanken gekommen, eine Brücke runterzuspringen. Und genauso ist das für mich jetzt mit der Impfung. Diese Impfung ist für mich wie Bungee-Springen. Sie ist nicht ausgereift, sie ist gerade auf den Markt gekommen, wo es das Video gerade ein, das Video, das Virus gerade ein Jahr gibt. Also jeder kann Versuchskaninchen sein, ich nicht. Ich stehe dazu und wenn es Einschränkungen geben sollte und in meiner Welt würde es das nie geben, dann bitte. Aber für mich nicht. Und alles, was unter Zwang stattfindet, ist mir sowieso vollkommen suspekt. Und für mich hat das damit wirklich mit Menschenwürdigkeit echt nichts zu tun. Dann habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, nämlich, ich weiß nicht, ob das Virus künstlich oder natürlichen Ursprungs ist. Ein natürliches Virus, das kann unser Körper meistens ab. Ja? Wir bestehen, also jede Zelle besteht aus einer Bakterie, die sich irgendwann in Urzeiten mal mit einer, ich glaube, Archäe zusammengetan hat, dann haben sie einen Zellkern und eine Zellhülle gebildet. Wir sind Bakterien auf zwei Beinen. Viren gibt es so lange, wie es Menschen gibt, wahrscheinlich schon vorher. Und wir sind bislang immer damit zurechtgekommen. Es gab Pandemien, die waren schlimm, aber die jetzt hier nicht. Diese Pandemie ist weder eine schwarze Grippe, eine spanische Grippe, Pocken, Pest oder so. Aber sie wird dazu hochgestilisiert, hochgemotzt. Und deshalb, ich habe es beobachtet und es hat nicht ansatzweise eine Auswirkung gehabt, wie damals diese wirklich üblen Krankheiten. Also habe ich einen Haken dran gemacht. Deshalb hatte ich mal ein Video dann kurz danach gemacht, kurz vor oder nach dem Impfvideo, wo ich dann gesagt habe, hey, die Krise ist vorbei, super. Weil für mich war dann das Ding gegessen. Und wie gesagt, in meinem Umfeld sterben mehr Menschen an Zivilisationskrankheiten als an Viren. Wobei Viren auch eben in jedem stecken. Ja, bei einem aktiv, im anderen nicht. Ja, Epstein-Barr-Virus ist super aggressiv, löst unendlich viele Krankheiten aus. Anthony William ist ja da in der Dauerschleife, dass er die Menschen aufklären will. Interessiert keinen Menschen, wie schlimm dieser Virus ist. Ja, aber. Ja, da wird gerade ein Fass aufgemacht. So. Und eben, ich lasse mich nicht dazu zwingen, ein Versuchskaninchen zu sein. Ich lebe mein Leben und ich lebe so klar und so gut, so gesund wie möglich. Und ich möchte alle Menschen dazu inspirieren, das auch zu tun. Dann brauchen wir vor gar nichts Angst zu haben. Und hey, wie gesagt, der Tod ist nichts Schlimmes. Wenn es mich erwischen sollte, also ich möchte ja, keine Ahnung, 150, 160 Jahre alt werden, ist aktuell der Stand der Dinge, weil ich vermute, dass das geht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es ist ein schönes Ziel, weil ich das Leben zutiefst liebe und einfach so lange wie möglich diese Erde als Planeten, als Geschenk genießen möchte. Ich möchte diesen Körper als Geschenk genießen. Ich möchte mich austauschen, möchte mich entwickeln, möchte wachsen. Aber wenn es mich morgen umhaut, dann ist das eben so. Entweder komme ich dann wieder auf die Erde, weil ich wieder inkarnieren will, oder ich mache erstmal eine Pause. Aber ich lasse mich zu nichts zwingen.
Dann ganz wichtiges Thema, was ich auch immer wieder gefragt werde, was denn die Engel dazu sagen? Ob ich nicht mal channeln könnte zu all diesen verschiedenen Aspekten und Fragen, was die Kinder machen sollen und so weiter. Ich channele sehr gerne mittlerweile. Ich habe mich anfangs dagegen gesträubt, aber es ist für mich eine große Ehre mit ganz viel Demut, dass ich Botschaften weitergeben darf. Aber diese heilige Schwingung, die ich dann fühle, die ich weitergebe, hat mit der Schwingung, in der dieses ganze Kasperle-Theater stattfindet, nichts zu tun. Ich stehe als Kanal zur Verfügung für Motivation, für Inspiration, für persönliche Entwicklung, für ein neues Bewusstsein, dafür, dass wir als Menschheit individuell, kollektiv aufsteigen. Ja? Und das bedeutet Ballast abwerfen, Ängste loslassen, raus aus diesem Kasperle-Theater. Dann steigt unsere Schwingung und wir können eben diese ganzen Wunder und Geschenke des Lebens sehen. Ich hatte kurz, ja, es war glaube ich auch so im Mai rum, ich verlinke es mal hier oben, ein wunderschönes Channeling mit Erzengel Michael aufnehmen dürfen, das dann leider auch vom TV, vom ZDF mit der Heute-Show hopp genommen wurde. Dann hatte ich danach auch noch so ein paar sehr interessante Videos zu diesem Thema gemacht. War eine interessante Erfahrung. Und dieses Channeling war fantastisch. Also das war super, super schön, sehr motivierend, sehr tief und es hat mich richtig tief berührt. Und das ist die Art und Weise, wie ich agiere. Denn diese ganzen Gerüchte, ja, die mittlerweile, anfangs waren es ja die Massenmedien, die Gerüchte und das Volk gebracht haben. Dann hat es eine riesige Welle aus alternativen Statements gegeben. Ja? Darüber hatte ich dann im ersten Video noch gesprochen. Da war ich noch so in der Materie drin, weil alle um mich herum natürlich darüber diskutiert haben, was ist es jetzt, Deep State, QAnon und weiß ich nicht. Und alles war ja unfassbar, was da an Geschichten um dieses Kasperle-Theater herausgebracht wurde. Und das zerfaserte dann in immer absurdere Spekulationen. Und dann habe ich gesagt, Time out ist nicht mehr meine Welt, ist nicht mehr meine Schwingung. Ich konzentriere mich jetzt wieder auf die Motivation und Inspiration. Und dann waren dann eben so Sachen, ich lese jetzt mal kurz, was ich da alles an Fragen bekommen habe. Ich habe jetzt die drei wichtigsten rausgenommen. Kann die Impfung andere anstecken? Dazu hatte ich dann auch mal ein Video gemacht, wo ich dann korrigiert wurde, weil ich gesagt habe, was ist das denn jetzt schon wieder? Und da ich mir ja nichts anhöre oder ansehe oder anlese, war ich natürlich erstmal, wie soll das denn gehen? Die Impfung ist doch dazu da, um keinen mehr anzustecken und immun zu werden. Aber anscheinend geht es doch, doch, ich bin keine Ärztin. Und ich rede, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nicht über Themen, zu denen ich nicht recherchiere oder wo ich nicht zumindest einigermaßen Bescheid weiß. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sind da Gene drin? Manipuliert es unsere DNS oder DNA? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, weil ich mich damit nicht beschäftige. Also diese Fragen, das schreibe ich dann demnächst. Guck dir das Video an. Ich weiß darüber nicht Bescheid und es gibt Sachen, da halte ich mich schlichtweg raus. Dann gibt es zwei Sachen, die ich wirklich. Also früher hätte ich jetzt richtig übel geflucht. Ich kann, wenn ich will, kann ich richtig fluchen. Das mache ich ab und zu noch im Auto. Ansonsten bin ich zum Glück mittlerweile sehr entspannt geworden. Aber ich komme ja aus einer Familie, wo sehr gerne und sehr viel geflucht wurde und geschimpft wurde. Das habe ich mir abtrainiert, das war auch gut so. Aber es gibt zwei Gerüchte, die aus der Richtung unserer spirituellen Szene kommen. Ich will auch gar nicht wissen, wer das mal in die Welt gesetzt hat. Denn ich möchte diesen Menschen oder dieser Mensch möchte mir nicht begegnen. Was ich da an Angst und Panikwellen abbekommen habe, die dann bei mir Rat gesucht haben, das geht auf keine Kuhhaut. Also ich habe wirklich schon viel zu tun. Aber ich habe so viele Menschen
aus der Angst herausfischen müssen in den letzten Wochen. Eines der beiden Gerüchte, dass wenn man sich impfen lässt, die Spiritualität abgeschnitten wird. Das ist schlimm, dass jemand sich erlaubt hat, das zu sagen oder zu schreiben. Ich weiß ja nicht, wo es dann genau herkam. Video, Text, keine Ahnung. Menschen, die sowieso schon sehr sensibel sind, und in der spirituellen Szene würde ich mal tippen, gibt es mindestens 90% Hochsensible. Einem hochsensiblen Menschen zu sagen, wenn du dich impfen lässt, verlierst du deine Spiritualität. Da kann man diesen Menschen auch gleich eine Pistole in die Hand geben, sie an die Schläfe setzen und sagen, so, jetzt drück mal ab. Du bist jetzt tot, wenn du diese Impfung machst. Und das ist ja Gerücht Nummer zwei. Wer sich impfen lässt, habe ich gerade erst wieder heute auf der Straße gehört. Die einen sagen in 12 Monaten tot, wenn man sich spritzen lässt, oder in 2 Jahren. Wahrscheinlich gibt es noch zig andere Termine, wann man tot ist, wenn man sich impfen lässt. Ich habe Menschen erlebt, die fast vor Angst gestorben sind, wegen dieser Gerüchte. Wer das verzapft hat, sollte mir nicht im Dunkeln begegnen. Deshalb channel ich dazu nichts. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeine göttliche Schwingung, wie auch immer man sie nennt, Engel, aufgestiegene Meister, sowas dazu sagen würde. Deshalb halte ich mich aus dem Internet fern. Das macht mich einfach nur verrückt, sowas. Um jetzt zu meiner Meinung zu kommen, nein, wenn ich auf meinem spirituellen Weg bin und verstanden habe, dass ich das Licht bin, dass ich das Göttliche bin, dass ich diese Illusion kreiere, kann ich natürlich wählen, Angst zu haben. Klar, gehört zum Spiel dazu. Klar kann man das ganze Leben in Angst verbringen, vor allem, ja, wie viel Angstkrankheiten gibt es, ja? Arachnophobie, die Angst vor Spinnen und so weiter und so fort. Oder ich entscheide mich, die Angst als Botschaft zu erkennen, zu schauen, was hat es mit mir zu tun, was löst es in mir aus, habe ich Existenzangst, habe ich Angst zu sterben, habe ich Angst unter der Brücke zu verhungern, habe ich Angst, meine Kinder zu verlieren, habe ich Angst, allein zu sein, was auch immer. Und dann kann ich mit dieser Angst lernen, umzugehen und sie zu transformieren, um mich davon zu befreien. Angst tötet mehr Menschen als jedes Virus. Das ist mir in diesen letzten Monaten bewusst geworden. Denn Angst fährt das gesamte menschliche System runter. Und damit wird ja gespielt. Wer eine extrem niedrige Schwingung hat, ist in der Ohnmacht, lässt sich total leicht manipulieren, funktioniert und existiert nur noch. Und das ist ja offensichtlich ein Teil des Plans. Das ist jedenfalls meine These. Aber wie gesagt, ich will da nicht in Spekulationen mich hineinsteigern. Wichtig ist mir, deshalb mache ich meine Videos, dass eure Schwingung hoch ist. Und ich habe es so oft gesagt, und ich werde wahrscheinlich auch nicht müde, das zu tun. Überlegt euch gut, wem ihr glaubt, wem ihr vertraut, wer euch gut tut. Mit was auch immer. Mit Videos, mit Texten, mit Bildern, Freunde. Wer tut euch gut? Tut es euch gut, euch in der Angst zu suhlen, euch Angst machen zu lassen? Oder könnt ihr frei entscheiden und spüren, wow, ich gucke mir jetzt das Video an. Oh, es geht mir nicht gut, selbst wenn ich den Menschen bisher richtig toll fand, aber jetzt driftet er echt ab. Kann mir jetzt ja auch passieren mit diesem Video, dass da draußen Menschen sind, die sagen, oh, jetzt geht es jetzt so weit, jetzt melde ich das Abo ab. Bitte, dann ist das so. Es ist ja auch mein persönliches Statement hier. Bitte, bitte. Ich möchte am liebsten in Stein meißeln, so ein großes T-Shirt machen. Höre auf dein Herz. Dein Herz weiß ganz genau, was wahr ist. Wenn es wahr ist, dann hüpft es vor Freude und sagt, ja, genau, das ist gut für mich, das ist richtig für mich. Und dann kann das alles sein. Ja? Was auch immer es ist,
Höre auf dein Herz und auf deinen Bauch. Das Herz hüpft, der Bauch hat ein Kribbeln, wie für Schmetterlinge, wenn man verliebt ist, wenn etwas gut für uns ist, wenn es uns nährt, wenn es uns aufbaut. Und beides, sowohl das Herz als auch der Bauch, ziehen sich zusammen, wenn etwas für uns nicht gut ist. Und dann gilt es, Lösungen zu finden. Wenn etwas nicht gut für uns ist, wir es trotzdem tun sollen. Ich bin der Meinung, dass es für alles Lösungen gibt. So wie es für die Masken damals, ich habe im Oktober dann meinen Attest bekommen, weil ich Panikattacken bekommen habe unter diesem Ding. Ich brauche keine mehr zu tragen. So wird es auch Lösungen für die Impfung geben. Das ist meine Wahrheit. Und das ist das, was ich empfange. Es gibt für alles Lösungen. Ja. Und diese Angstmacherei aus allen Richtungen, eben mittlerweile auch aus der spirituellen Welt, ist für mich, sorry, wenn ich jetzt jemandem auf die Füße trete, einfach nur Geldmacherei. Denn Angstthemen locken die Menschen an. Ich beschränke mich in meinen Videos, gerade in den aktuellen Energievideos, auf Informationen, wenn zum Beispiel ein starker Sonnensturm da ist und wirklich für mich die Energie krass ist, dann seht ihr das an meinen Thumbnails, wenn ich dann so mache, oh, dann ist das auch eine sehr heftige Energie. Und dann gilt es darauf zu reagieren und zu schauen, tak, 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 das kann ich machen. Ich mache dann auch Tipps-Videos, To-Do-Videos, das kannst du tun, damit es dir wieder besser geht. Und das ist so einfach. Also, wenn jemand auf diesen Angstzug aufspringt, gerade bei YouTube ist das wirklich easy, ja. Ich mache dieses Video, um Ruhe zu haben, nicht um damit Geld zu verdienen. Und trotzdem ist es meine wertvolle Zeit, die ich jetzt hierfür verwende, um das aufzunehmen, um dir eben etwas Input zu geben und vielleicht auch Erleichterung, dass ich es ähnlich sehe wie du oder vielleicht siehst du es auch ganz anders und hast aber jetzt nochmal eben diesen anderen Blickwinkel. Und deshalb mache ich Werbung davor, um diese Zeit, die ich jetzt investiere, auszugleichen. Aber meine Motivation ist, stark zu machen, nicht Angst zu machen. Denn Angst macht Schlagzeilen, Angst gibt Likes und man schaut es sich an, oh Gott, was ist jetzt wieder? Ich muss das jetzt unbedingt wissen. Was sagen die Engel denn jetzt wieder? Und die, keine Ahnung, die Außerirdischen und dies und das, wie viel Channelings werden gemacht? Und es steckt nichts dahinter. Das kriege ich von anderen zu hören, die sich das dann anhören und sagen, oh Gott, ich habe jetzt wieder ein Channeling gehört. Das ist nicht von dieser Welt im wahrsten Sinne und das braucht auch kein Mensch. Also bitte, spürt genau hin, was die Menschen, denen ihr vertraut, mit euch tun. Ob es gut ist, dann guckt mehr davon oder hört oder lest mehr davon. Wenn es euch aufbaut, wenn es euch stark macht, wenn es euch ein Schmunzeln ins Gesicht ruft, wenn ihr wunderschöne Gänsehaut bekommt, weil ihr euch so wohl fühlt. Das hebt eure Schwingung an. Alles andere crasht euer System. Und dann hat jeder Virus eine Chance, euch krank zu machen. Nicht nur dieser aktuelle, gehypte. Und letztlich gilt es für mich, es ist immer die Basis 100% Selbstverantwortung. Klingt total langweilig und anstrengend. 100% Selbstverantwortung heißt, ich höre auf mein Herz, ich höre auf meinen Bauch, ich lasse gern auch meinen gesunden Menschenverstand mitspielen. Ich höre auf meine Seele. Und dazu habe ich auch viele Videos gemacht, wie man die Seele integrieren kann, damit man noch mehr Informationen bekommt, wie es einem hier gut gehen kann auf der Erde. Ich habe für mich 100% Verantwortung für das, was ich tue und was ich lasse, was ich esse, was ich trinke, was ich in irgendeiner Form konsumiere, ob ich ein Video mache oder nicht, das ist alleine meine Verantwortung. Und es ist deine, was du mit deinem Leben machst, mit deiner kostbaren Zeit, mit deinem kostbaren Körper. Also, willst du leiden oder willst du glücklich sein? Und wenn du Kinder hast, dann such dir Experten, die genau jetzt all ihr Wissen preisgeben, um Eltern zu unterstützen, wie sie mit den Situationen umgehen können. Ich bin keine Mutter, ich habe keine Kinder.
Mich braucht man da nicht zu fragen. Ich kenne keine Lösungen, weil ich mit der Thematik nichts zu tun habe. Ich habe andere Fähigkeiten. Ja, es gibt fantastische Menschen, bin ich ganz, ganz sicher. Also sucht euch genau da den Rat, wo es auch Experten gibt, wo es Menschen gibt, die ihre kostbare Lebenszeit zur Verfügung stellen, um euch zu unterstützen. Und dann schaut, wer macht das so, dass ihr glücklich damit seid und dass ihr etwas damit anfangen könnt. Also, jetzt nochmal das Fazit zusammengefasst, was ich jetzt alles erzählt habe. Und wie gesagt, im Blogbeitrag habe ich das Ganze nochmal ein bisschen gezielter, aber auch sehr gefühlvoll und etwas dramatisch zusammengefasst. Lest es euch gerne nochmal durch. Also mein Fazit. Angst macht krank, reißt die Energie runter. Das heißt, das Immunsystem ist platt, alles kann passieren. Außerdem macht Angst ohnmächtig, schürt die Wut, den Frust, schürt auch Aggressionen, ja. Wenn man in die Ecke gedrängt wird, in die Ecke getrieben wird mit Panikmacherei, muss man sich irgendwann zur Wehr setzen und ausbrechen aus dieser Ecke. Die einen machen es, indem sie sich immer mehr zusammenziehen, nicht mehr aus dem Haus gehen, total versinken im Leid, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die anderen brüllen dann raus, machen Demos, gehen auf die Barrikaden, und beides ist nicht gesund. Beides sind keine Lösungen. Es ist keine Lösung, sich zu verstecken, denn da wird das Menschsystem irgendwann auch sagen, wir sind nicht hier, um uns zu verstecken auf der Erde. Und genauso wenig ist es sinnvoll, einfach ungezielte Aggression rauszuhauen. Nutzt eure kostbare Lebensenergie, um Lösungen zu finden. Recherchiert, es gibt das Internet. Und da gilt, hört auf Herz, Bauch, Verstand. Ja, ob die Infos wahr sind. Und wenn die Energie dann mit dieser hundertprozentigen Selbstverantwortung, mit der gestiegenen Energie durch Meditation, Spaziergang im Außen, ich habe eigene Videos dazu gemacht, wie man diese ganzen Aufstiegssymptome nutzen kann, um stärker zu werden, wie man Sonnenstürme, Schumann-Frequenz nutzen kann, um sich stark zu machen. Ja, schaut euch mal einfach unter meiner Playlist Inspiration die Videos an, die motivieren wollen. Und an alle Hochsensiblen da draußen, macht euch stark, nehmt diese Gabe und macht was daraus, denn sie ist ein fantastisches Werkzeug, speziell in dieser Zeit. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, 50 Videos zum Thema Hochsensibilität aufgenommen. Schaut einfach in meine Playlists und schaut euch diese Videos mal an, damit ihr innerlich stark, stabil und auch flexibel seid. Dazu habe ich gerade erst ein Klartextvideo gemacht. Das verlinke ich direkt hier oben. So, und dann, wenn du diese positive Energie gesammelt hast, Gott, bin ich froh, wenn ich diesen Krach nicht mehr habe hier. So, Mopedfahrer ist weg. Wenn du also diese positive Energie gesammelt hast, wenn du auf deinem Weg bist, wenn du ein klares Ziel hast, neue Erde, Aufstieg, wie kann ich meine Frequenz noch erhöhen? Wie kann ich eben noch glücklicher sein? Was kann ich tun, um diese neue Zeit, den Aufstieg zu unterstützen? Bist du auf deinem Weg? Dann lebst du deinen Seelenweg, deinen Herzensweg, und vor allen Dingen bist du in jeder Krise dann stark und bereit, neue Wege zu gehen, bereit, Lösungen zu finden, bereit, auch andere zu unterstützen. Ich könnte all die Videos nicht machen, hätte ich mich nach den 7 Wochen, die wir hier eingesperrt waren, ergeben und hätte gesagt, oh mein Gott, ich halte das nicht mehr aus, ich bringe mich um oder ich verstecke mich, ich verkrieche mich. Ein Teil von mir, mein inneres Kind, ist extrem erschüttert gewesen, 7 Wochen eingesperrt zu sein. Aber zum Glück bin ich erwachsen und ich habe auf meine Weise reagiert, deshalb bin ich so gesund, stark und glücklich. Und das ist meine Motivation, das an dich weiterzugeben. Ich hoffe, ich konnte dir in irgendeiner Form helfen. Wenn nicht, dann schade, aber mir war das wichtig. Genieße dein Leben, was auch immer du tust, ob du dich impfen lässt oder nicht, ob du eine Maske trägst oder nicht. Hör auf dein Herz, was dir wichtig ist, aber lass dir nichts einreden, was nicht deinem Wesen entspricht. In diesem Sinne, ganz viel Liebe zu dir und bis bald, deine Sonja Ariel. Ciao.